So, in diesem Video schauen wir uns verschiedene Arten der Preisbildung an. Und bei dem letzten werden wir uns auch noch ein bisschen detaillierter ein Beispiel anschauen. Wenn wir auf einem Markt für ein bestimmtes Gut, ein bestimmtes Angebot und eine bestimmte Nachfrage haben, dann kommt irgendwie ein Preis zustande für dieses Gut. Und wie dieser Preisbildungsmechanismus aussehen kann, das schauen wir uns hier kurz an. Die drei Mechanismen, die wir uns anschauen, sind einmal die Auktion, dann die Reverse-Auktion und das Meistausführungsprinzip. Das sind nicht alle Arten, aber das sind die drei, die wir uns anschauen. Fangen wir an mit der Auktion. Wenn wir genau einen Anbieter haben und mehrere Nachfrage für ein Gut, dann kann die Preisbildung über eine sogenannte Auktion erfolgen. Hierbei überbieten sich die verschiedenen Nachfrager im Preis und der den höchsten Preis bieten kann, erhält den Zuschlag, so wie Sie es zum Beispiel von eBay kennen. Dann gibt es die Reverse-Auktion, da ist das Ganze umgedreht. Wenn wir also nur eine Nachfrage haben und mehrere Anbieter für ein Gut, dann haben wir eben diese Reverse-Auktion als Mechanismus, um den Preis zu bestimmen. Das läuft dann genau umgekehrt, dass dann die verschiedenen Anbieter jeweils versuchen, sich zu unterbieten und der Anbieter mit dem günstigsten Preis erhält den Zuschlag. Bei Industrieunternehmen ist das der Fall, wenn zum Beispiel ein relativ großer Auftrag über Normteile wie Schrauben vergeben werden soll, dann wird das Ganze auf einer Plattform ausgeschrieben und der günstigste Anbieter erhält eben den Zuschlag. Dann gibt es noch das Meistausführungsprinzip. Das kann dann zum Einsatz kommen, wenn wir auf einem Markt mehrere Anbieter und mehrere Nachfrage haben, wie zum Beispiel auf einer Wertpapierbörse. Und dann ergibt sich eben ein Preis, bei dem so viel wie möglich Angebot und Nachfrage erfüllt wird. Und wie das funktionieren kann, werden wir uns hier als Beispiel mal durchrechnen. Das ist jetzt ein ganz vereinfachtes Beispiel. Auf einer Wertpapierbörse haben wir eben für eine bestimmte Aktie folgende Informationen. In der ersten Spalte sind jeweils verschiedene Preise angegeben und dann schauen wir uns jetzt mal in der zweiten Spalte an, wie viele Aktien denn jeweils zu diesem Preis zusätzlich angeboten werden. Fangen wir ganz oben an, beim niedrigsten Preis von 20.00 werden genau 250 Aktien angeboten. Wenn wir dann mit dem Preis ein bisschen hochgehen, reicht noch nicht, wird noch niemand extra Aktien anbieten. Wenn wir dann den Preis nochmal ein bisschen erhöhen auf 2034, werden nochmal zusätzlich 280 Aktien angeboten und so weiter und so weiter. Und wie Sie sehen, dann bei dem Höchstpreis von 21 werden dann noch 800 extra Aktien angeboten. Das ist dann jeweils nur für diesen einen Preis. Und daraus können wir dann wiederum ein kumuliertes Angebot berechnen, wo also jeweils die bis dahin kumulierte Summe des Angebots. Also bei einem Preis von 20 € und von 2021 werden insgesamt 250 Aktien angeboten. Da passiert ja noch nichts mehr. Aber beim Preis von 20,34 € werden 280 Aktien zusätzlich angeboten. Das heißt, insgesamt haben wir also jetzt ein Angebot von 530 Aktien. Bei dem nächsten Preis kommen wieder 300 Aktien extra dazu. Also haben wir insgesamt ein Angebot von 830. Ne? Beim Preis von 20,50 € werden insgesamt 830 Aktien angeboten. Und so weiter und so weiter. Und dann sehen Sie eben, bei dem Höchstpreis von 21,00 € werden insgesamt 2370 Aktien angeboten. Das gleiche können wir uns jetzt für die Nachfrage anschauen. Da gehen wir vom Sinn her eher andersrum vor. Da gucken wir uns mal an, was passiert bei dem höchsten Preis. Beim höchsten Preis werden 200 Aktien nachgefragt. Dann, wenn wir mit dem Preis ein bisschen runtergehen, werden keine zusätzlichen Aktien nachgefragt. Wenn wir dann mit dem Preis noch ein bisschen runtergehen auf 2073, werden 340 zusätzliche Aktien nachgefragt und so weiter, bis dann eben beim niedrigsten Preis von 2000 900 extra Aktien nochmal nachgefragt werden. Daraus können wir wiederum die kumulierte Nachfrage berechnen, also die Gesamtnachfrage zu einem bestimmten Preis. Bis 20,88 € sind das eben genau die 200. Dann bei dem nächsten niedrigeren Preis kommen 340 extra Aktien dazu, die nachgefragt werden. Also werden insgesamt 540 nachgefragt und so weiter, bis dann eben beim niedrigsten Preis von 20,00 € 2540 Aktien nachgefragt werden. So. Da wissen wir jetzt aber noch nicht, was für ein Preis zustande kommt auf dem Markt, mit welchem Preis denn gehandelt wird.
Und dazu überlegen wir uns dann eben, wie viele Aktien zu jedem Preis jeweils gehandelt werden. Fangen wir oben an. Wir haben da eben ein Gesamtangebot von 250 Aktien und es werden viel mehr Aktien nachgefragt, 2540 Aktien, aber es können natürlich nur die gehandelt werden, die es können nicht mehr gehandelt werden, als angeboten werden. Das heißt, wenn die Nachfrage größer ist als ein Angebot, wird einfach das komplette Angebot aufgekauft und die restlichen Nachfrage müssen eben dann leer ausgehen. Das heißt, 250 Aktien werden hier gehandelt und mehr nicht. Wir haben also eine Überschussnachfrage. Bei dem nächsten Preis ist es immer noch der Fall. Wir haben immer noch eine viel höhere Nachfrage als das Angebot von 250, also werden nur diese 250 gehandelt. Dann bei dem nächsten Preis haben wir schon ein bisschen größeres Angebot von 530 Aktien, aber die Nachfrage ist immer noch größer, also wird auch wieder das Angebot komplett geräumt und wir haben immer noch eine Überschussnachfrage. Beim nächsten Preis ist es immer noch so, dass die Nachfrage größer ist, aber nur noch ganz knapp und das gesamte Angebot von 830 wird gehandelt. Alle Anbieter werden ihre Aktien los. Dann beim nächsten Preis ist eben die Grenze überschritten. Jetzt auf einmal ist das Angebot größer als die Nachfrage und es kann natürlich dann nur so viel gehandelt werden, wie nachgefragt wird. Und die restlichen Anbieter bleiben eben auf ihren Aktien sitzen. Das heißt, es werden nur 540 Aktien gehandelt, so viele wie nachgefragt werden. Beim nächsten Preis ist es immer noch so. Beim nächsten Preis ist es noch extremer. Wir haben dann eben ein ganz großes Angebot von 1570, aber es werden nur 200 nachgefragt, also werden auch nur 200 gehandelt. Und beim Höchstpreis ist es genauso, obwohl das Angebot dann nochmal größer hochgegangen ist. So, und jetzt sehen wir, in der letzten Spalte sehen wir eben für jeden Preis, wie viele Aktien insgesamt gehandelt werden und wie Sie sehen können, bei einem Preis von 20,50 Euro werden eben die meisten Aktien gehandelt und das ist eben der Preis, der sich ergeben sollte nach dem Meistausführungsprinzip, denn bei diesem Preis werden so viele Aktien wie möglich gehandelt und es wird so viel Handel wie möglich ausgeführt, deswegen Meistausführungsprinzip.